Guten Tag und endlich herzlich willkommen zurück auf meinem Channel. Endlich geht's wieder weiter mit dem Let's Play. Oh mein Gott, ich habe mich schon so darauf gefreut. Oh Mann. Ja, was soll ich sagen? Mehrere Monate sind jetzt schon vergangen. Und sorry, aber musste leider sein. Meine alte Capture Card war sehr schlimm. Also wirklich furchtbar. Sie hat nicht vernünftig funktioniert. Das Programm ist die ganze Zeit eingefroren und es ging einfach nicht. Und dann musste ich mir eben eine neue Capture Card bestellen. Und ich wollte eine vernünftige haben. Aber leider ist die, die ich haben wollte, nämlich die Elgato. Also die HD60S oder wie sie heißt, keine Ahnung. Die ist leider nicht ganz so billig. Ja. Sagen wir es einfach mal so. Und ich mache YouTube nur als Hobby. Also nicht irgendwie als Beruf oder so. Dementsprechend ist es relativ unnötig eigentlich, mir eine neue Capture Card zu holen. Aber ich hatte da mega Bock drauf, wieder Videos aufzunehmen und endlich dieses Game mit euch weiter zu zocken. Ich habe auch in der Zeit tatsächlich nicht gezockt. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht, oder? Kann ich den runterlassen? Scheiße. Respawn da bitte. Oh mein Gott. Also ich habe in der Zeit tatsächlich auch nicht gezockt. Dementsprechend sind die kompletten Level noch neu für mich. Und der Respawn tatsächlich, das gibt's doch nicht. Also braucht man sich da auch keine Gedanken zu machen von wegen, ja, ich kenne die Level alle schon und so. Tatsächlich nicht. Ich wollte immerhin auch meine, Live-Reaction quasi festhalten. Und ich freue mich auf jeden Fall, wie schon gesagt. Das wird mega nice. Und was ich noch sagen wollte, es ist ja jetzt auch Super Mario Maker 2 seit einigen Tagen draußen. Das wird auch noch kommen später. Davon werde ich auch noch eine Folge aufnehmen. Aber jetzt wollte ich erstmal mit Donkey Kong Country Tropical Freeze weitermachen. Ich weiß tatsächlich gerade nicht mehr wieso. Also wieso ich damit weitermachen wollte. Aber es wird schon irgendein guter Grund gewesen sein. Deshalb habe ich jetzt auch nicht weiter drüber nachgedacht und einfach wieder Donkey Kong Country gezockt. Ja. Ich glaube, Ja, es macht irgendwie gar keinen Sinn. Es wird wahrscheinlich es wird wahrscheinlich doch irgendein schwachsinniger Grund gewesen sein. Also, egal. Komplett egal. Konzentrieren wir uns jetzt viel lieber, viel mehr auf das Game. Ich riech doch schon, dass da oben was ist, oder? Jawoll. Nice. Bevor wir hier noch abkratzen, unnötig, da habe ich nämlich überhaupt keinen Bock drauf. Wenn es etwas in Videospielen gibt, was ich überhaupt nicht haben kann, dann ist es unnötig zu failen. Also wie gesagt, es lieber auf das Game konzentrieren und wieder genießen. Das Game ist nämlich schon längst überfällig. Demnach würde ich das tatsächlich auch sehr gerne schnell hinter mich bringen. Stimmt, und Mario Odyssey.
Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, ob ich das über... Und... Oh mein Gott. Ich dachte so... irgendwo erkennst du diesen Level. Ich weiß jetzt nicht, woher. Aber... Wahrscheinlich hatte ich einfach wieder so ein Gefühl, dass hier irgendwas sein muss. Weil das sieht sehr auffällig aus, diese Stelle. Oh, das war's schon? Na gut. Ich wollte jetzt wieder irgendwas sagen, ne? Ah, so ein Dreck. Ich will ständig irgendwas sagen und vergesse es dann. Und dann fällt mir hinterher in der Bearbeitung auf, ah... Da wolltest du noch irgendwas raushauen. Aber dann habe ich die Sätze nicht zu Ende gesprochen und das kann doch nicht wahr sein. Und eine Bananenstaude, ernsthaft. Ist hier nicht ein Kongfass? Nein? Warte mal, das muss ich kurz nachprüfen. Oder war das hier hinten? Ach, ich habe keine Ahnung. Das gibt es doch nicht, dass hier keins ist. Ich dachte, hier wäre eins gewesen. Hm. Na gut. Oh, und... Jetzt wird's aber kritisch. Ja gut, hier kriegen wir ein Herz. Das ist schon mal sehr sozial. Aber ein bisschen unnötig, finde ich. Ich meine, so wird das Spiel ein bisschen zu einfach. Und wieder ein Puzzleteil. Nice. 6 von 7 haben wir jetzt schon. Oh nein. Diese riesigen Dinger, ne? Alter. Damit habe ich aber auch echt so meine Probleme. Vor allem, wenn mehrere... Oh nein, was ist das denn jetzt? Ach du Scheiße. Vor allem, wenn mehrere hintereinander kommen. Aua. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Puh. Ist hier noch irgendwo ein... Oh mein Gott. Ich dachte, das bleibt da. Fast wäre ich da runtergefallen. Also, das wäre echt knapp geworden. Aber uns fehlt doch jetzt ein Puzzleteil, oder? Ach komm. Ständig fehlt mir irgendeins. Das gibt es doch nicht. Wo war das denn? Aber okay. Egal. Weiter geht's mit Samba. Im Sturm. Komm, mach. Wir zocken. Oh, cool. Oh mein Gott. Fast wäre ich wieder unnötig in die Stacheln reingejumpt. Was? Ist ja auch eine coole Idee. Aber man kann anscheinend nur von einer Seite geboostet werden. Ja, wenn man in diese Nische springt. So ein Dreck. Ich will die Bananenmünze jetzt noch haben. So. Nice. Hier gibt's Diddy. Wobei der mir wahrscheinlich nicht allzu viel bringen wird. Diddy ist, wie ich finde, der... Ja, der schlechteste Kong-Begleiter. Oh mein Gott. Diddy ist quasi eine schlechtere Dixie. Also wenn man mal ganz ehrlich ist. Okay, nice. Da ist ein Herz drin. Auch wenn ich das jetzt schon wieder unnötig finde. Aber egal. Oh, die Bonus-Stage. Oh, da kann ich mich noch dran erinnern.
Hier habe ich, glaube ich, einmal gefailt, aber es war off-cam, nicht off-stream. Ja, das war... das war peinlich. Ich bin relativ froh, dass es nicht auf Aufnahme ist. Gut, das haben wir. Und Rambi kommt wieder. Das ist gut. Rambi habe ich aber auch vermisst, du. Ich mag diese, diese Gehilfen tatsächlich. Leider gibt's nicht wie früher den Fisch und den Strauß. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die hießen. Aber einer hieß, glaube ich, irgendwas mit Hecht. Und der Strauß, keine Ahnung, wie der nochmal hieß. Aber die wurden ja jetzt immerhin durch die Kong-Gehilfen wie Diddy und Dixie und Cranky ersetzt. Kann ich bitte das Ding haben? Ach, das ist so eine Münze. Oh mein Gott, jetzt rasten sie aber aus, du. Was ist hier? Nur ein Herz. Das gibt es doch nicht. Ich brauche diese verdammten Herzen nicht. Oh. Und Hälfte anscheinend. So, gib mir noch die Bananen. Dankeschön. Und ich glaube, das Nashorn kann vom Feuer verletzt werden. Also sollten wir uns da auf jeden Fall fernhalten. Oh. Wir werden auch direkt mit verletzt. Und Diddy ist weg. Hier ist ein neuer Rambi, immerhin. Oh mein Gott. Wie hoch kann man springen? Nicht so hoch. Also nicht so wie bei Yoshi. Wo man ziemlich hoch mitkommt, wenn man in einer brenzligen Situation ist. Aber nicht so hier. Diddy! Ein neuer Diddy! Das ist doch schon mal was. Let's go. Gib mir das. Und hier ist das N, alles klar. Oh mein Gott. Okay. Geht's da weiter oder ist eine Bonus-Stage? Nee, hier geht's anscheinend einfach nur weiter. Hier gibt's keine Bonus-Stage, wie es scheint. Und hier ist auch kein Wind mehr. Sehr gut. Das wäre nämlich sonst echt brutal geworden. Und wir schießen uns direkt ins Auge des Sturms. Oh Moment, Rambi. Das machen wir jetzt aber ohne dich. So, perfekt. Und hier ist noch eine Münze. Naja, gut, die kriegen wir leider nicht. Alles klar, dankeschön. Herz brauchen wir nicht. Oh, Moment, das ist ein Fass. Das ist ein Fass. Okay. Oh nein. Oh, ich mag diese Bonus-Stage überhaupt nicht. Die ist, wie ich finde, sauschwer. Ja gut, mit Diddy geht's, aber nur mit Donkey ist es halt sehr krass. Oh mein Gott. Ich glaube, da wäre ich jetzt ohne Diddy aber runtergefallen. Das wäre nicht so toll gewesen. Ja gut, vielleicht habe ich die Challenge auch einfach nur überschätzt. Ich hätte aber schon gern Dixie, weil ist halt besser. Was war in dem Grasblock? Anscheinend nix. Okay. Oh mein Gott. Jetzt wird's aber knapp, du. Jetzt will ich nicht mehr fällen. Komm runter, Junge. Egal. Einfach raus. Einfach raus. Da bin ich gerade
ein bisschen nah ans Mikro gekommen. Ich hoffe, es hat nicht allzu sehr übersteuert. Aber wird wohl schon nicht so gewesen sein. Sehr schön. Ich würde tatsächlich... Bild ist weg. Einen Moment. So, guten Tag. Da sind wir wieder zurück. Ich hoffe, das Schwarzbild ist nicht in irgendeiner kritischen Situation entstanden. Wenn doch, werde ich die Aufnahme wahrscheinlich wieder löschen und ihr werdet das nie sehen. Aber wie dem auch sei, ich zeige jetzt einfach nochmal kurz, was hier in einem Flieger drin ist. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal irgendwann getan habe, aber das gehört, glaube ich, zu 100%, deshalb müssen wir hier einfach nochmal reinschauen. So. Ich denke, die ganzen Items sind geläufig, deshalb werde ich jetzt einfach nur auf diese Dinger hier eingehen. Und mal, sagen wir mal, 10 kaufen. Funky Kong Figur, Karl Ross Figur. Moment, habe ich noch keine gekauft? Alles klar. Na gut, dann werden wir noch viel vor uns haben. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Das mit den Kapseln finde ich nice. Nur könnte es tatsächlich irgendwann frustrierend werden, wenn man nur noch eine Figur braucht. Und man kriegt die einfach ums Verrecken nicht. Aber ich denke, irgendwann wird die Chance auch erhöht, dass man die kriegt. Ich bin mir aber nicht sicher. Wäre auf jeden Fall cool. Naja, das wäre es auch erstmal für heute. Ich bedanke mich bei jedem treuen Zuschauer fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Liken, fürs Kommentieren, was auch immer. Und wenn es euch gefallen hat, dann sehen wir uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Und Super Mario Maker 2 später nicht vergessen. Das wird auf jeden Fall Bombe. Da freue ich mich auch schon drauf. Bis dann und ciao.